Oh, wer ist das? Ein Mann in einer einsamen Höhle. Wer bist du? Was lungerst du hier herum? Hat der etwa das Star Dragon Schwert? Ich hab auf dich gewartet, Victor. Woher kennst du meinen Namen? Bist du einer von Necklords Sklaven? Leg dich nicht so auf. Ich verstehe deine Gefühle. Necklord, du bist nicht der Einzige, der einen Groll gegen ihn hegt, weißt du? So, du willst also auch ein Stück von ihm, was? Ja. Die Marley-Familie hat seit Generationen Vampire gejagt. Mein Vater und mein Großvater haben beide Necklord gejagt. Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich geschworen, dass ich ihn vernichten werde. So, was willst du also von mir? Ich habe mit dir nichts zu schaffen. Ich kümmere mich nur um das Darkbreaking-Schwert und die Rune der Nacht. Necklord verwendet sein Doppelgängergeheimnis, um eine Kopie von sich zu machen. Der Necklord, den du besiegt hast, war nicht der wirkliche Necklord. Doppelgänger? Du meinst, es war eine Fälschung? Er ist ein Vampir, der seit Hunderten von Jahren gelebt hat. In dieser Zeit hat er einige Tricks gelernt. Aber wenn wir die Rune der Nacht verwenden, um seinen bösen Geist auszutreiben und ihn dann einsiegeln, sind wir bestimmt in der Lage, seinen Geist zu fangen. Das blöde Schwert! Was meinst du damit? Rune der Nacht! Er ist der Grund, dass wir Necklord beim ersten Mal nicht geschlagen haben. Nun, ich weiß eins. Ohne das Star Dragon Schwert haben wir keine Chance, Necklord zu besiegen. Darum habe ich auf dich gewartet. Ich wusste, dass du kommen würdest, um es zu holen. Wenn du gewusst hast, wo es ist, warum hast du dann das verdammte alte Star Dragon Schwert nicht selbst benutzt? Nein, das Schwert ist nicht für meine Hände bestimmt. In jedem Fall, so wie es aussieht. Das habe ich mir gedacht. Also, darf ich mit dir reisen? Schließlich haben wir beide das gleiche Ziel. Nur klar, immer her damit, immer her damit. Danke. Also dann holen wir das Star Dragon Schwert. Ja, okay. Ja, und Khan hat eine sehr, das lassen wir so, interessante Rune. Und zwar die Rune der Auferstehung. Das heißt, wir können Verbündete, wenn sie sterben, wiederbeleben, was wir vorher nicht wirklich machen konnten. Also, okay, er hat das Schwert nicht, aber wo ist das scheiß verdammte Schwert dann? Mann, wo ist es? Ich habe doch nicht ewig Zeit hier. Ah! Dies ist das Star Dragon Schwert? Na, wie ist es dir ergangen, Kumpel? Was denn? Was ist los? Bist du am Leben? Du bist doch nicht böse, nicht wahr? Was hast du denn erwartet, wenn du ihn blöd dumm nennst? Du musst mit mehr Respekt von ihm sprechen. Victor, du wagst es, zu diesem Ort zurückzukommen, wo du mich vor so vielen Jahren verlassen hast? Sagtest du verlassen? Redest du über Undankbarkeit? Ich dachte mir, dass du die Ruhe und Einsamkeit suchst. Das war alles. Das Schwert redet. Und Victor nennt es sogar Kumpel. Törichtes Mädchen. Ich bin die Verkörperung der Rune der Nacht. Ich bin nicht sein Kumpel und gehöre auch sonst niemandem. Dieser Mann ist nicht mehr als mein Diener. Was hast du gesagt? Du rostiges altes Stück Schrott? Wen hast du einen Diener genannt? Wie kannst du es wagen,
mir den Mund zu verbieten. Halt's Maul! Mit deinem ewigen Stöhnen und Klagen machst du mir Kopfschmerzen. Oh oh. Was? Hehehe. Warte mal einen Augenblick. Es sieht so aus, als ob er wirklich böse ist. Zückt alle eure Waffen. Jetzt werde ich es dir zeigen. Oh oh. Oh mein Gott. Wir kämpfen wir also gegen ein Schwert. Wenn ihr gespannt, Heilwind, halt einfach bitte ganz. Okay, Freddy, auf die Nase, Rune. Ich geht's gleich mal ins Angemachte, Kollege. Aber Bali spricht erstmal ein Wärmesegen aus. Nanami, Wasser, Schutznebel. Magieabwehr für alle Verbündeten, das finde ich toll. Rune. Auferstehung, was hat der? Auf ihn mit Gebrüll, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das gut geht. Antimagie. Ist immer gut. Man weiß nie, was das Teil drauf hat. Einmal ordentlich durchheilen. Ja, war teilweise nötig. Nice. Kleines, rostiges, altes Ding. Spür den Blitz von Eili. Yes. Das nenne ich mal Damage. Oh, die Skills sind richtig geil hier jetzt so langsam. Langsam bekommen wir mal was zu sehen hier. Jawohl, nochmal knapp 600 Damage. Und Ram. Oh, das war ein Satz mit X. Ey, jetzt wird alle abwehren, nicht nur... Ah, alter Verwalter. Übertreib's mal nicht so, ja? Ja, das ging doch ganz gut, würde ich sagen. Freddy, lassen wir mal normal angreifen wieder. Victor. Immer drauf. Bali. Rune. Das können wir wohl machen. Nanami, Rune. Feuerwand, Kahn. Und Rune, Blitz, Donnerläufer. Brenn ihn weg, schmelz das Schwert dahin. Ich frag mich, wie viel HP der hat, der Kollege. Wie es aussieht, einige. Ah, komm du nur. Du machst mir keine Angst, du Teil. Arms. Mann, kannst du auch mal was anderes, Kollege? So wird's auch langweilig. Ich hab gedacht, du hast mehr drauf. Weil so Freddy's Rune. Der soll sich mal den Kahn heilen. Victors Rune. Blitz. Balis Rune. Machen wir nochmal Angriff. Namis Rune. Wasser. Halt einfach bitte ganz Flammenpfeile, Rune. Ah, da können wir noch ein paar Mal drauf. Rune, Blitz und nochmal einen Donnerläufer drüber gezogen. Irgendwann muss er doch den Geist aufgeben. Jawohl, Kahn heilen wir. Yes.
und schocken. Alter, der muss doch mal down gehen. Ja, dein Angriff, Kollege, ist langweilig. Langweilig. Nimm das. Okay, ich hab nichts gesagt. Ha, Nanami wehrt sich. Ab und rums, weg damit. Immer mitten in die Fresse dem Teil. Oh, Victor gibt auch langsam den Geist auf. Angriff. Victors Rune ist erschöpft. Also lass mir ihn angreifen. Da machen wir mal einen Kampfeseid. Nanami. Auch letztes Feuer. Ich hoffe, dass der langsam down geht, weil jetzt gehen uns die Zaubersprüche langsam hier aus. Ich hoffe, dass es hier einige in den Berserk fallen. Das wäre zu geil. Beziehungsweise in Tobsucht. Oder wie auch immer das hier heißt. Au, Raserei heißt es. Ja, das finde ich geil. Dreimal in Raserei. Steigert den Damage und zwar ordentlich. Oh oh. Das war nicht ich. Du hinterfotziges Schwert, hey. Du elendiges. Aber sah geil aus. Friss das. Jawoll. Ach, schau an. Das war's? Sehr schön. Na, das war ja gar nicht so schwer. So. Fühlst du dich jetzt besser? Leg die nächste auf, okay? Was? Wenn ich einmal so wütend werden... Was? Wenn ich einmal so wütend werden, kämpfe ich, bis alle meine Feinde erledigt habe. Ex... Okay, okay. Es tut mir wirklich leid. Vergib mir, um Himmels Willen. Bitte verzichte auf deine Rache, oh Star Trek Schwert. Also gut. Nun sag mir, Dina, warum bist du hierher zurückgekommen? Necklord ist noch am Leben. Oder, weil er ja ein Vampir ist, sollte ich vielleicht besser sagen, tot. Egal, er ist jedenfalls zurück. Meinst du etwa diesen hässlichen Vampir? Ich dachte, wir hätten ihn erledigt. Necklord verwendet diese Doppelgänger-Geheimnis. Mit anderen Worten, er ist ein Vampir mit einer mächtigen Rune. Unverschämter kleiner Blutsauger. Wenn das wahr ist, gehe ich vielleicht mit dir. Na los, Kumpel. Mach es für unsere guten alten Erinnerungen. Ich sag da mal lieber gar nichts. Ich meine, bitte. Ich bitte dich. Nun, also gut. Okay, wir sind bereit. Normale Angriffe haben bei Necklord keine Wirkung. Aber, wenn wir seine Macht mit diesem Ding einsiegeln können... Ding? Ich meine, wenn wir seine Macht mit der Kraft des großen Star Dragon Schwertes einsiegeln können, gelingen wir es uns vielleicht, ihn zu schlagen. Hahaha! Nun, wo wir jetzt wieder Freunde sind, gehen wir zurück nach North Window. Es ist an der Zeit, dass ich meine Arbeit erledige. Das war der Kampf gegen das Star Dragon Schwert und ich freue mich, dass ich nicht extra den ganzen Weg wieder rauslaufen muss, sondern direkt vor die Höhle gebracht werde. Das finde ich richtig, richtig nett von euch. Und wir speichern gleich wieder mal, weiß ich nicht, sicher ist sicher, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme, wenn wir zurück nach North Winter reisen. Ab
euch wohl und noch einen schönen Tag.